Verdächtig, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe 1.365.478 Videos gemacht zum Thema Corona. Naja, nicht ganz so. Aber wenn Sie auf meinen Kanal draufklicken, dann ist das schon eine ganze Menge. Und ich rege mich immer noch darüber auf, dass die Lehrerinnen und Lehrer in meinem Umfeld so völlig faktenresistent sind, dass sie sich gar nicht für das Thema interessieren. Sie wirklich glauben, dass die Regierung da irgendetwas richtig macht, ja, dass sie versuchen, diese Maßnahmen noch zu übertreffen und zu übertrumpfen und ihren Schülern gerecht zu werden, indem sie sich 3 Masken umbinden und dann vorm Unterricht die Hände desinfizieren und nochmal über alle Tische wischen und weiß der Teufel, was sie nicht alles machen. Die sind einfach nur peinlich, finde ich. Die sind unglaublich peinlich. Was werden die denn bloß mal erzählen, wenn diese ganze Show hier vorbei ist? Die einzige Möglichkeit, dass es nicht peinlich wird, ist, diesen Faschismus hier durchzuziehen. Bis ans Lebensende sich eine Maske umzubinden. Bei jeder Grippe zu schreien, ein Todesvirus kommt, lasst euch alle impfen. Und andere dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen, sich Maulkörbe umzubinden, sich ständig zu desinfizieren, dann zum Arzt zu rennen, um die ganzen Ekzeme zu bekämpfen, die sie davon kriegen. Diese Hobbyfaschisten, die sollten sich mal langsam einkriegen. Das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was ihr da fordert von anderen Menschen, das muss gut überlegt sein. Ihr müsst euch ganz sicher sein, dass die Fakten, auf denen eure Entscheidungen basieren, auf denen eure Forderungen basieren, dass die wasserdicht sind. Dass es nicht nur eine Ideologie ist, zum Beispiel der Pharma-Lobby. Ja, warum nicht? Kann doch sein. Könnte man ja nachprüfen. Ich habe nicht behauptet, dass es so ist, aber dass es so sein könnte. Ne? Und das verdammt viel dran, dass die zumindest da sich ihr Stückchen da rausschneiden und natürlich ganz geil auf die ganze Kohle sind, die sie da verdienen können. Also, nach allem, was ich in meinem Leben gelernt habe, zum Thema Infektionen, sind wir völlig auf der sicheren Seite, wenn wir hier ein ganz normales Leben führen. Die Krankenhäuser haben wahnsinnig viel dazugelernt bei den Behandlungen. Es stirbt niemand mehr am Coronavirus. Und nur deswegen hatten wir den Lockdown. Nur deswegen hatten wir die Maßnahmen und so weiter und so fort. Das haben wir im Griff. Ja, wir haben es im Griff. Wir haben es absolut im Griff. Da muss nicht jeder etwas tun, um andere zu schützen. Die Leute sollen sich gefälligst selbst schützen und das reicht. Jemand, der gefährdet ist, soll Abstand halten. Nicht 1,5, sondern 3 Meter vielleicht. Ja, das weiß er auch selbst, das braucht ihm nicht zu sagen. Jemand, der glaubt, hätte zu viel Viren im Hals, der kann ja irgendwie gurgeln mit entsprechenden Mitteln oder so. Aber ich will das nicht. Ich will auch die blöde App nicht. Ich will auch die Impfung nicht. Ich will überhaupt gar keinen Paternalismus da von den Jungs da oben. Dafür sind sie nicht gewählt. Nicht von mir. Und man kann nicht irgendwie die ganze Bevölkerung zur Seite schieben und dann behaupten, die dürfen nicht mitreden. Das ist keine Demokratie. Das ist überhaupt noch nicht mal der Ansatz von Demokratieverständnis, die Menschen nicht zu fragen. Die Grünen habe ich jetzt gerade gehört, da sieht es jetzt mit den Volksabstimmungen auch nicht mehr so grün aus. Wollen sie auch gar nicht mehr. Und Atomkraftendlager für ihren Atommüll suchen sie jetzt auch. Weil sie bereiten jetzt schon mal ein bisschen was vor, dass dann die Atomkraftwerke wieder anlaufen, weil sie ja die Kohlekraftwerke abschalten wollen. Es sind im Moment eigentlich alle Menschen um mich herum eine einzigartige Enttäuschung. Und zwar nicht, weil sie keine lieben Menschen sind, sondern einfach nur, weil sie so dumm sind. Weil sie so unendlich dumm sind, dass sie überhaupt nichts mehr mit Fakten am Hut haben. Liegt das irgendwie am Sauerstoffmangel? Liegt vielleicht
auch PISA 2000 schon an irgendwelchen Plänen von irgendwelchen Aliens, die dafür gesorgt haben, dass wir Giftstoffe einatmen, damit unsere Gehirne schrumpfen, dass wir so blöd sind, dass wir diesen ganzen Quatsch hier ertragen. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt nicht immer auswandere so langsam, aber wohin denn, verdammte Kacke? Mir fällt ja überhaupt nichts ein. Es sind ja überall diese Blöden. Und die nehmen sich dann auch noch ein Vorbild an Deutschland vielleicht, wenn ich Pech habe. Gottes Willen. Ist das doch besser hier so im Zentrum des Bösen in Berlin, ja, wo alles aufeinander prallt. Die einen und die anderen Ideen. Der Sozialismus und der Kapitalismus und die Merkel und der Trump und wieso ich den erwähne? Naja, die werden sich noch häufiger treffen, weil die Wahl wird er ja gewinnen. Wer den Joe Biden sieht, der weiß doch ganz genau, dass er den selbst nicht wählen würde, oder? Da kann ich doch so viel Trump-Bashing betreiben, wie ich will. Da kann Trump doch so viel Idiot sein, wie er will. Da kann er doch so unsympathisch sein, wie er will. Wenn da so ein Joe Biden kommt, und dann noch mit Maske. Lächerlich. Absolut lächerlich. Das sagt, ohne dass ich denke, sagt schon beim Bauchgefühl, bloß weg mit dem Kerl. Die kannst du nicht wählen. Null Chance. Hey, würde mich doch überhaupt nicht wundern, wenn Trump in der Zweidrittelmehrheit gewinnt. Und dann schreibt der Spiegel hier ständig gegen an, was alles an Trump nicht okay ist. Mein Gott. Dieses Propagandaorgan der deutschen Regierung. Ich kann es nicht mehr sehen. Wenn es irgendwo liegt, zack, Mülleimer, weg. Dass es nicht aus Versehen noch jemand anderes liest. Schrecklich, was da drin alles so an Propaganda steht. Im Osten hieß das irgendwie Neues Deutschland, diese Zeitung, ne, die so regierungsnah war. Und bei den Nazis war das der Stürmer oder was, ne? Immer so bla bla bla, schön Regierung. Naja, wenn die Regierung zahlt, dann schreibt man halt, was die Regierung zahlt, ne? Kann auch so dumm sein. Müssen die ein bisschen mehr Geld drauflegen, ne? Weil, weiß nicht, wer das war hier so. Wiederhole immer nochmal deine Lügen und irgendwann werden sie das alle glauben. Ich glaube, das wissen alle Regierenden. Deswegen regieren die ja heute mit Narrativen. Corona ist ein Killer-Virus, Corona ist ein Killer-Virus, Corona ist ein Killer-Virus, Corona ist ein Killer-Virus. Ach so, ich brauchte es ja bloß umgekehrt machen. Corona ist kein Killer-Virus, 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 Corona ist kein Killer-Virus. Eigentlich könnte man einen Song draus machen, ne? Mit dem richtigen Rhythmus. Reicht, ich gehe schlafen. Gute Nacht.